Hey und willkommen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe. Ich habe heute wieder Partytüten. Und zwar sind die diesmal zu der Disney-Serie Frozen. Hier oben ist so ein grüner Bereich, in dem so ein paar kleinere Bilder von Elsa und Anna sind, wobei die Köpfe teilweise verdreht sind. Und noch so ein paar schöne Ornamente außenrum. Und auf dem unteren Teil ist ein größeres Bild von Elsa und Anna abgedruckt. Und rechts nebendran sieht man auch noch das große Schloss. Wenn man sich die Rückseite anguckt, sieht man, dass die genauso aussieht. Wobei ich glaube, dass die Tüten hier auch hier nicht beidseitig bedruckt sind, sondern dass die Tüten in der Packung gedreht sind und dass man jeweils nur die Vorderseite sieht. Und dann können wir uns jetzt mal eine einzelne genauer angucken. Das sind auch wieder sehr dünn, wie die Minions-Tüten, die wir schon gezeigt haben. Hier oben ist auch wieder so ein Tragegriff ausgestanzt, dass man die Tüten gut in die Hand nehmen kann. Und die Farben sehen jetzt natürlich noch deutlich schöner aus, als es gerade eben noch war, als sie noch in der anderen Folie drin waren. Und tada, die Rückseite ist leider auch hier wieder unbedruckt. Das heißt, sie sind nur auf einer Seite bedruckt. Hat man von außen jetzt nicht direkt gesehen. Also wenn man das nicht weiß, sieht man das vorher nicht. Was man jetzt noch schön deutlich sieht, sind die schönen kräftigen Farben. Also oben das Grün und hier diese pinken Streifen noch. Und das Bild von den beiden hier unten. Sieht jetzt auch noch viel schöner und viel klarer aus, als es gerade eben war. Die Disney Frozen Partytüten finden wir genauso gut wie die Minions-Tüten. Sind sehr ähnlich hergestellt, sind jeweils sehr schön mit dem passenden Motiv bedruckt. Kann man also super nehmen, wenn man einen Kindergeburtstag feiert oder wenn man eine andere Feier feiert und man möchte seinen Gästen noch ein paar Süßigkeiten oder ein paar kleine Spielsachen mitgeben. Oder man hat was selbst gebastelt und möchte, dass es jeder schön einpacken kann. Wenn euch die Tüten gefallen haben oder ihr andere Lieblingstüten habt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.